Dirk Loin hat sein Team gewarnt vor dem Spiel vor einem unangenehmen Gegner und bislang wird er da absolut bestätigt. Schirmer. Ah, mit etwas Glück, aber der ist drin. Sind es bis Buxtehude gewesen? Tempo-Gegenstoß. Lohne Fischer. Ja, zu schnell und zu wendig. Fehlwurf von Blanke. Und Tempo-Gegenstoßspiel vom BSV. Das ist effektiv. Und es bleibt bei diesem 2-Tore-Vorsprung. Die HBF da in der Breite sicherlich stärker. Kupanatis packt, wie man sie kennt, rigoros zu. Und das ist die Grundlage für diesen Treffer von Lohne Fischer. Buxtehude packt sehr aggressiv jetzt zu. Nächster Tempo-Gegenstoß läuft gegen Sarah Wachter im Tor. Erster Wurf. Ja, da wollte ich sagen, Nellingen steht einigermaßen, um den Rückraum des BSV weiter wegzuhalten von der eigenen Kiste. Aber das umgehen sie brillant mit diesem Camper, Lohne Fischer. Soll dem BSV recht sein. Die Chance auf einfache Tore gegen Bocker. Ein Trefferbild. Aktion, Reaktion. Tempo, Gegenstoß. Über Maike Schirmer. Keine Chance für Bocker. Zwischen der Spitze der HBF und den unteren Teams. Wieder geht's extrem fix. Und wieder haben sie kein Mittel im Rückzug. Nach den ersten 7 Minuten, wo es nur 3 Tore gab, geht's jetzt drunter und drüber. Ja, den holt Schirmer noch. Klasse Tor.